Fangen wir an. Der erste Abschnitt, Vers 1, fängt er an, bis Vers 3, das ist die Grüße sozusagen. Vers 1, Paulus, ein Gefangener, Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unsere Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Also hier sehen wir eigentlich im ersten Vers, dass Paulus ein Gefangener ist. Das bedeutet, dass er gerade im Gefängnis ist. Ja? Und er schreibt sozusagen mit Timotheus, wie auch immer das jetzt ausschauen mag, vielleicht hat ihn Timotheus im Gefängnis besucht oder vielleicht hat er irgendwie anders Kontakt hergestellt, aber Timotheus scheint ja auch eine kleine Rolle zu spielen. Es steht aber sonst nichts über Timotheus in diesem Brief. Ja? Im Vers 2 steht und an die geliebte Appia und Archippus, einige glauben, ja, das ist sozusagen seine Frau, okay, und sein Sohn, ist auch ein Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Und zu diesem Begriff muss ich jetzt eine kurze Pause einlegen, weil die Gemeinde in deinem Haus, ich bin mir sicher, du hast schon mal von dieser Bewegung Hauskreisgemeinde gehört. Hauskreisgemeinde. Das ist irgendwie aus den USA hierher geschwappt vor ein paar Jahren. Und ich persönlich kenne einen, natürlich, durch das Seelengewinn habe ich kennengelernt, der so etwas betreibt. Und er glaubt, das ist gesegnet. Ich habe ihn gefragt, wie schaut es aus bei euch zu Hause? Was macht ihr da eigentlich in der Hausgeistgemeinde? Er sagt, ja, wir treffen uns zusammen und schauen uns die Bibel an, das Bibelstudium. Und jeder liest einen Vers und jeder kann Fragen stellen, jeder kann seinen Input dazugeben. Und dann sage ich so, und habt ihr keine Leitung? Gott ist der Leiter. Gott hat die Leitung und die Bibel ist die Leitung und wir schauen uns das nur an und studieren es einfach. Ja, okay. Und das ist sozusagen die Gemeinde in seinem Haus. Ist das damit gemeint? Wir wissen, dass das nicht damit gemeint ist. Ja. Das ist keine biblische Gemeinde, wo du sagst, komm ein Haufen zusammen und jeder macht halt, sag ich, seinen Input. Die Frauen erklären dann auch einige Dinge, nicht? Die Männer auch einige Dinge. Das ist keine biblische Gemeinde. Eine biblische Gemeinde hat eine Ordnung. Lesen wir in 1. Korinther Kapitel 14 beispielsweise, ja, dass wenn einer redet, die anderen schweigen. Okay? Es gibt eine Ordnung im Haus Gottes. Ja, dass es sozusagen auch Lieder gesungen werden sollen. Wie oft steht es, glaube ich, 3 bis 4 Mal im Neuen Testament, dass wir eben Psalmen singen sollen, Hymnen singen sollen, geistliche Lieder, sagt der Apostel Paulus. Und weißt du, es gibt einen gewissen Ablauf in der Gemeinde, damit es ordentlich zugeht. Wenn jeder sozusagen was zum Reden hat, okay, ich gebe dir ein Beispiel. Ich meine, sagen wir, es sind jetzt 3 Leute versammelt, einer ist ungerettet, der andere ist gerettet und der dritte ist ein bisschen lauwarm. Er weiß noch nicht ganz, wo links und rechts ist er ausgerettet, aber er weiß nicht genau, was er jetzt die Details sind. Und der Ungerettete sagt so, aber kann man das Heil verlieren? Ist das möglich? Was sagt ihr? Und derjenige, der gerettet ist, sagt, na, man kann das Heil nicht verlieren. Und dann kommt der Ungerettete und sagt, aber was ist mit Hebräer 6? Was ist mit Hebräer 10? Da steht Abfallen vom Glauben, nicht? Er ist unkundig, der weiß nicht, was das bedeutet. Und dann auf einmal fängt der Dritte, der eigentlich gerettet ist, an zu sagen, hey, das könnte eigentlich stimmen. Könnte eigentlich würde Sinn machen. Und auf einmal hast du welche Situation? 2 gegen 1. 2 Leute, die sagen, ja, man kann das jetzt schon verlieren auf einmal, wegen dem Ungeretteten, wer dann in diesem Argument gekommen ist. Und derjenige, der eigentlich das Ganze führen wollte, ja, obwohl er glaubt, dass es keine Leiter gibt, ja, selber schuld, jetzt sind 2 gegen 1. Das Ganze wird sich in Luft auflösen. In jeder Hauskreisgemeinde, in der ich in der Vergangenheit war, wo ich noch nicht gerettet war, die hat sich aufgelöst. Die ist einfach sozusagen in eine Wolke hinweg. Ich höre nichts mehr von denen. Und weißt du, was mit den Leuten passiert, die in der Hauskreisgemeinde waren? Diese Leute, die versuchen dann irgendwie, wie sie gemerkt haben, es funktioniert nicht, die versuchen dann in irgendwelchen anderen Gemeinden als Gastprediger aufzutreten. Ja, Gastprediger. Ich kenne 2 Leute aus den USA, die hier in Österreich leben, die das machen. Ja. Und es ist nicht, ich habe ihre Predigten angeschaut, lauwarm, ohne Ende, du schlafst ein. Ich habe versucht, das anzuhören, ich konnte nicht mehr, meine Augen sind zugefallen. Er hat einfach nur immer dasselbe gesagt, sein Liebe und gerettet werden, nicht? Und beim Sitzen, der hat nicht mal ist mehr gestanden. Es war ihm zu schade, dass er einfach aufsteht und ein bisschen mehr Power in den Gottesdienst bringt, dass die Leute aufwachen und zuhören. Also das passiert mit diesen Leuten, die sagen, hey, mach mal Free Church, Hauskreis, Gemeinde und jeder kann sagen, was er will. Ja, habe ich schon, glaube ich, 3 Jahre durch und es hat sich alles in Luft aufgelöst. Wieso nicht einfach so machen, wie die Bibel sagt?
Wir sollten einfach einen Ältesten sozusagen folgen, ja, der dich anleitet im Glauben. Das ist so, wie es Gott vorgesehen hat. Gott hat Hirten eingesetzt. Das ist überall in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Ja? Das ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt darauf eingehen, aber das wird hier erwähnt. Und bitte schreib es hinter die Ohren. So eine Hauskreisgemeinde wird sich früher oder später in Luft auflösen. Implodieren. Ja? Kommt nur mehr Rauch raus. Ein Splitter am Boden und... Ja.